Und damit herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Mann, was eine Woche. Komm dazu, komm was aufzunehmen. Ich habe es versprochen, habe es nicht geschafft. Pipapo, Stress, egal. Jetzt bin ich mal endlich mal wieder bei dem nächsten Video, was ich endlich hochladen kann. Ich nehme es jetzt für euch extra auf nochmal, obwohl ich eigentlich noch andere Sachen zu tun habe. Aber ist egal. Wir machen das jetzt einfach mal. Dann nochmal großen Dank an die neuen Abonnenten, die ich bekommen habe. Bezüglich meinem Kanal. Wir sind jetzt bei 65. Ihr seid echt mega, Leute. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir schnacken nicht zu lang, sondern fangen einfach mal direkt an. Jetzt die Review zum SD Kfz 250/3 mit der Seriennummer 2526 von Kobi. Das Ding hat 426 Teile, einen deutschen Soldaten, wie man ihn hier sieht. Max Mustermann natürlich. Es ist pad-printed, das ist sehr wichtig, aus der Historical Collection und World War II Series. So, wir drehen das Stückchen mal um. Hier sind noch Teile von der Belfast, Entschuldigung. So, was hat es denn? Es sieht gut aus von vorne, von der Seite. Die Kettenglieder drehen sich. Es hat eine Glow-in-the-Dark-Function. Sonst wüsste ich es auch nicht weiter. Im Service von 41 bis 45, deutsches Halbkettenfahrzeug, Half-Track. Engine Maybach mit 99 Pferdestärken, PS. Hoppala. Und ja, sagen, du gehst erstmal schön in den Hintergrund, weil wir dich gerade nicht hier vorne brauchen. Das ist das kleine Büchlein. Kommt schnieke daher. Ich glaube, wir haben zwei Arbeitsschritte gehabt. Es hat Spaß gemacht aufzubauen. Also großen Spaß. Irgendwas Besonderes? Ich meine, nicht mehr wirklich. Kruftflügel waren interessant. Die Ketten waren interessant. Petprint hat Spaß gemacht. Und dieser Klappmechanismus, wenn ich schon mal hier bin, ist super. Da gehen wir gleich drauf nochmal ein. Auf jeden Fall kleines, stabiles Büchlein, gut für die Sammlung, nichts Weltbewegendes, nicht übergroß, nicht überklein. Hier ist gerade ein Zettel runtergefallen, egal. Ja, was heute eine Besonderheit ist, ich gehe heute mal nicht groß auf die Infos aus dem Internet ein. Because ich habe keinen Bock. So, das ist das kleine Stückchen. Es sieht an sich für sich alleine ganz schnieke aus. Er hat eine schöne Schnauze, er kommt gut daher, Ketten laufen ein bisschen unrund, brauchst mehr Widerstand dafür auf diesem Untersetzer, hier geht das nicht. Räder sind auch einigermaßen stabil, es hat keine Lenkung, Glow and Dark Function ist da, das habe ich vorhin getestet schon mal, manuell. Wir haben hier ein Print, da ein Print, da ein Print, zwei Gaskartuschen. Da ist alles printed, was ihr hier seht, ist super. Wir haben sogar Mini-Nummernschilder hier vorne stehen, herrlich. Wir haben einen irgendwie dreinblickenden deutschen Soldaten, wie immer. Bei sowas. Dann ist hier die Engine. Da hinten sieht man sie im Hintergrund. Genau da. Und ja, das war's schon mit dem Großen und Ganzen. Ich dachte erst, es ist ein Truppentransporter, aber nein, es ist ein Kommandofahrzeug, was ab 41 halt im Zuge der deutschen Wehrmacht im Einsatz war. Und ich wundere, im Hintergrund hört man einige Gerätschaften laufen, PS3 und sowas. Aber das hat damit jetzt nichts zu tun. Ja, was noch? Er kommt auch in diesem sandigen Optisch her, deswegen das Afrika Core, ne? Hier noch ein Spaten, hier eine Brechstange, wie man das kennt. So, jetzt nochmal zu diesem Aufbau von diesem, von der Kabine, ne? Du hast hier diese Flügel drin, die du umklappst, das ist halt sehr geil gemacht. Und dann stülpst du einfach dieses Segment hier drauf, damit du keine grobe Form vorgegeben hast. Du hast halt nur so quasi ein, ich würde sagen, fast ein Fünfeck, ne? Hast hier vorne. Das siehst du ja auch, dass die nicht parallel zueinander laufen, sondern eher Versatz haben. Dann siehst du hier die Kanten. Ist ein Sechseck, Entschuldigung, mein Fehler. Und ja, Federung, nichts da. Rückspiegel, nichts da. Glow in the Dark ist da, macht Spaß. Wir können nicht in den Motor gucken. Wir haben nur die den Sendemasten hier. Wir haben noch ein kleines verstellbares MG hier vorne. Und ja, das war es alles so groß und ganz schon zu diesem kleinen süßen Modell. Es hat mir echt Spaß gemacht zu bauen, weil Halbkettenfahrzeug hatte ich noch nicht. Es hatte Anhängerkupplung. Die Räder haben mir super gefallen. Der Unterbau halt war auch mega lustig. Und die Ketten laufen halt auch, wenn du sie wirklich von Hand antreibst, richtig gut. Siehst du ja. Die hinteren sind zwar nur Deko, man sieht es, die laufen aber mit, warum auch immer. Die werden teilweise mitgeführt, das ist okay. Mal werden sie nicht mitgenommen, weil ich kann die auch allein drehen, sieht man ja. Aber dem Ganzen ist kein Abbruch getan, ne? Und ich habe es ja eigentlich auch nur gekauft, um das Afrika Core groß zu machen. Nämlich mit
dem hier. Oh, warte, da fehlt der deutsche Soldat. Tut mir leid. Ich glaube, der saß da drin, ich bin mir nicht mehr sicher. Könnte sein. Und natürlich fehlt noch dieser hier. Dieser kleine. Genau. Und zusammen sehen die halt echt mächtig aus, würde ich mal sagen, ne? Die drei Stück. Ja. Hier fehlen noch zwei Soldaten, die habe ich auch noch rumstehen. Alle im sandigen Optisch-Design-Gedöns, ne? Er macht Bock, wirklich im Aufbau, im Set zusammen. Sieht ja auch mega gut aus. Wenn ihr wirklich so ein Panoramabild machen wollt, wovon ich da immer ausgehe, weil das ist für mich so kein Spielmodell, sondern eher so ein Ausstellmodell oder ja, irgendwie sowas in die Richtung. Macht das Ding Bock? Hat es auch wieder eine geile Karte? Oh, es hat auch wieder eine geile Karte. Also man kann es wohl auch für Spielzeug benutzen, aber ja, nun ja. Muss nicht sein, braucht man nicht. Finde ich jetzt unnütz, aber er kommt halt auch nicht sonderlich übergroß daher. Man kann ihn wirklich gut zu den anderen Sachen stellen, wie Hikin. Noch das kleine Motorrad hier noch der, ich glaube, einen Tiger gab es noch in dieser Version. Was ich halt geil finde, ist, dass diese Ketten alle hellgrau sind. Das sage ich ja immer wieder. Ich bin wieder so unentschlossen. Lüftungsplates wieder auch sehr geil. Das Lenkrad finde ich ein bisschen zu klein geraten, wenn ich da, mir das mal von der Horch eingucke. Die Horch steht hier auch außerhalb des Bildes. Ihr seht ja, wie klein das Lenkrad ist da unten. Ich zeige es euch einfach mal direkt im Vergleich. Hier ist die Horch und hier ist das Lenkrad der Horch. Sieht man den Unterschied? Einen kleinen, dezenten, ne? So. Warum die Horch da steht, ihr werdet sehen. Dann, was ich aber cool finde, ist halt das eine kleine Rücklicht. Dann, dass diese Slopes hier geprintet sind. Bläh. Dass die Prints auch richtig, richtig gut aussehen. Keine Farbseuche, kein gar nichts, kein Fehler in diesem sandigen Design. Oh, das war ein Fehler. Das darf ich nicht machen. Dass das Ding hier unten, warte mal, geh mal raus, Soldat, auch komplett geprintet ist, die Abhörstation, das Kommando-Ding. Man sieht gar nichts. Danke, Fokus. Das finde ich halt auch cool, dass diese Plate einfach so komplett anders geprintet ist, wie man es kennen würde. An sich, für, weiß ich nicht, habe ich bezahlt, 25 Euro, machbar, äußerst machbar, hat Spaß gemacht, der Bau war mal sehr interessant, weil wir sowas halt, wie gesagt, noch nicht hatten. Ich bin allgemein gerade fasziniert von den ganzen Autos. Fokus, ja. Jetzt messen wir das gute Stück mal aus, für 25 Euro, Bock, Bauspaß, knappe Stunde und schöne Teile, wie immer. Man kennt es von Kobi. So, wir haben eine Länge bei dem guten Stück von 18 cm, eine Höhe von mit der Antenne gerechnet 10 cm. Ohne Antenne wären wir bei 8 cm und einer Breite von, jetzt haltet euch fest, 7,3 würde ich sagen. Klingt gut, ist so. Oh, Seitenspiegel, selbst wenn wir die Seitenspiegel ausklappen, bringt das nichts. Okay. Ein bisschen schade, dass kein Motor ersichtlich ist, weil hier könntest du so einen fetten V8 reinprügeln, irgendwie. Echt kein Motor drin? Jetzt fällt mir hier alles auseinander. Das ist ein bisschen fragwürdig hier, dass das nur an ein, zwei Noppen festgemacht ist alles. Aber okay, bei dem Maßstab ist das noch vertretbar, denke ich. Gibt da schlimmere Situationen. So. Diese Luke hier verstehe ich halt nicht. Gehst du hier nicht hinten rein irgendwie? Vielleicht ist das die Tür. So gehst du ins Wagen, in den Wagen rein. Okay. Schießscharten, MG-Nest, noch eine Schießscharte, ja. An sich, schnickes kleines Modell. Ich bin schon wieder bei 9 Minuten am Labern. Ich werde kein 15-Minuten-Video, gehe ich nicht von aus. Und was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Das ganze Ding selbst war 4,5 Meter lang. Bei dem, was wir gerade gemessen haben, mit den, was habe ich denn gemessen? 18 cm? 17, 18 cm? Ja, gute 18 cm. Kommen wir da auf einen Maßstab von 1 zu 25. Immerhin doch, ich dachte echt, das ist kleiner, aber weil der nur 4 Meter ist, passt der halt super zu den anderen. Und ja, wenn ihr wirklich ein Afrika-Korps erstellen wollt, holt euch den Abwehrpanzer, holt euch die beiden dazu. Die sehen mega aus. Und wenn ihr noch ganz viel Bock habt, holt ihr das kleine Motorrad, was hier noch auf dem Cover ist. Sieht man das hier vielleicht noch? Ne, das sieht man hier leider nicht drauf. Auf dem Artstyle von dem Karton. Ja, zusammen sehen die Premium aus. Man kann damit viel Dummheiten machen, man kann damit das Tabletop-Spiel spielen.
ist ein Vitrinenmodell, kein richtiges Spielzeugmodell für Kinder. Auch nicht sonderlich stabil, vor allem der Cage hier oben. Glow in the Dark ist gewährleistet, die Ketten laufen auch recht flüssig, wenn man ein bisschen mehr Druck drauf bringt oder mehr Widerstand auf dem Boden hat. Keine Farbseuche, kein gar nichts, hat echt Spaß gemacht aufzubauen. Und ja, damit kann ich nichts mehr sagen, außer kauft Kobi, damit Kobi neue Modelle für uns macht. Ich mache Werbung für Kobi. Aber ich bin nicht mit Kobi im Vertrag, ne? Das ist einfach nur, ich mag Kobi-Modelle und wäre schade, wenn die irgendwann keine Aufträge mehr raushauen. Zusammen Premium, zusammen Mega, alleine auch recht okay. Wenn man die Kettenfahrzeuge quasi nur sammelt, mal gucken, wie die anderen nebeneinander aussehen. Ich weiß es nicht, ich habe sie noch nicht da, vielleicht hole ich sie mir. Und ja, nochmal tausend Dank für die ganzen Abonnenten, die dazugekommen sind. Ihr seid die Besten. So, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönes Wochenende, schöne Feiertage. Und wir sehen uns im nächsten Video, beim nächsten Review-Video. Weil ich will jetzt die nächsten Tage einfach nur mal vor Production gehen, damit ich genug Content liefern kann, damit ich die nächsten Tage nicht so viele Aussätze habe wie diese Woche. Nochmal tausendfach Entschuldigung dafür. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Ich war zu müde von der Arbeit, pipapo. Egal. Das ist unwichtig für dieses Video. Hat Spaß gemacht, das Modell. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich jetzt keine Milliarden Background-Informationen zu diesem Modell, zu diesem Fahrzeug rausgesucht habe, aber der Wikipedia-Eintrag war ellenlang und ich hatte keine Zeit, jetzt noch groß alles durchzulesen, zusammenzufassen. Ich weiß, dass davon ein paar tausend Stück gebaut worden sind, pipapo, bis Ende 45 produziert waren. War auch an der Front tätig, selbst die Kommandofahrzeuge hier, wo die Soldaten das Vehikel als Stellung benutzt haben und damit rumgeballert haben und sonst was. Wir stellen ein paar afrikanische Afrika-Korps-Soldaten hin, von denen wir haben mehrere. Ups. Ich bin böse. Weil ich böse bin, fand ich dauernd und dennoch hier schön mit dem Helmchen. Lord Helmchen ist auch unterwegs. Egal, so. Hier hin. Egal. So. Ja. Wurde als Verteidigungsspot benutzt, bis das Ding komplett short war. Soll auch recht stabil gewesen sein. Gute Geschwindigkeit, steht das auf der Rückseite? Ja, 76 km/h. Also okay. Ist voll vertretbar. Für so ein Ding. So. Jetzt aber genug geschwafelt. Ihr könnt gerne kommentieren, abonnieren und liken. Ich weiß, das ist nicht das beste Video, aber ich hab's geliefert. Nein, Spaß. Aber ich finde, zusammen sehen die halt recht cool aus. Ich versuche, das Afrika-Korps noch ein bisschen weiter aufzubauen. Wie gesagt, gibt es noch einen Tiger in der Fraktion. Es gibt noch Motorrad in der Fraktion. Dann gibt es noch irgendwelche Wüstenstationen und Pipapo, ne? Aber ich weiß es nicht. Aber ja, habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich würde sagen, habt einen schönen Tag, schönes Wochenende, schöne Feiertage und wir sehen uns im nächsten Video. Macht das Beste aus der Situation und kauft immer weiter Kobi, damit wir schöne Modelle kriegen. Tschüss!